Und es geht weiter. Ich bin immer noch dabei, hier irgendwie ein Opening zu finden. Das sah vor ein paar Parts noch um einiges besser aus, aber jetzt bin ich mir dann immer so sicher, ob das tatsächlich so toll ist. So, ich mach nochmal. Immer noch nicht. Ich nehme jetzt mal den Trichter und den Gruppenschild. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So. Unsere Flotte wird angegriffen. Ja, jetzt kannst dich warm anziehen. Jetzt hauen wir die ordentlich eins drauf. Der springt schon wieder weg. Wir sind unterwegs. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt hat er sich sein eigenes Grab geschaufelt. Wo ist das Ziel? Denn dagegen kommt er nicht mehr an. Ihre Befehle, Kommandant? Ich kämpfe jetzt hier noch alles durch, was ich kämpfen kann. Ihre Befehle, Kommandant? Zerstör, was ich zerstören kann. Enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ja. Dann lasse ich ihn hier sich aufreiben und springe dann mit genug wieder zurück und dann hau ich ihm ordentlich einen drauf. Dann ist vorbei. So gut wie erledigt. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, Commander. Unser Planet wird belagert. Nicht ausreichende Metalle. Naja, dann halt nicht ausreichende Metalle. Auch in Ordnung. Sobald ich hier den Kampf gewonnen habe, ist nämlich vorbei. Bereit für die vorderste Front. Schlag die Eindringlinge zurück! Nee, da ist Schluss. Der kriegt ordentlich hier kaputt. Und hier weiß ich auch nicht, was er will. Sobald die Sternbasis auf 10.000 droppt, springe ich wieder rein. Aber vorher nicht. Das braucht's nicht. Der hat nicht viel hier. Ein paar Jagdgeschwader, ein paar Bomberstaffeln. Ja, ist gefährlich, aber interessiert doch nicht. Interessiert wirklich nicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das kann er probieren, wie er will. Aber glücklich wird er damit sicher nicht. Ihr Freund und Helfer. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. So. Bereit. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Vergiss es. Komm Link online. Bereit. So, die nehme ich alle mit. Unterwegs. Und spring nach Hause. Ja, das wird ein gutes Timing. Und wenn er zurückspringt, erwarte ich ihn. Und spring wieder hinterher. Und dann ist vorbei. Dann macht er nichts mehr. Forschung abgeschlossen. Und sobald ich das geknackt habe, kann ich mich um den Stern kümmern. Piraten sind unterwegs. Aber nicht zu mir. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Eine gemeinsame Zukunft nützt uns beiden, oder nicht? Was ist mit denen? Handeln, okay. Habe ich kein Problem mit. Der hat ja auch nicht viel Krieg gegen mich geführt. Schlimm sind ja die beiden Korsul-Dingsbums hier. Wie heißen sie? Magistra und Armada. Das sind die Bösen. Der Rest passt ja so ungefähr. Ach, die KI glaubt immer noch, sie kriegt hier das Zeug. Kann sie voll vergessen. Die Transportkreuzer haue ich ihm zuerst weg. Dann sind nämlich die Jäger alle weg und dann steht der Aggressor hier alleine da. Der war Tornas. Dann ist vorbei. Ach, jetzt springen sie doch alle. Ah, verflucht, ja, richtig. Wer braucht Luftunterstützung? Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir sind bereit. Schilde hochfahren. Wir greifen an. Für die Koalition. Ja, jetzt muss dein Angriff wieder abbrechen. Aber ich werde dir alle Dinger werde ich dir kaputt hauen. Bereit für die Einfach alles. Zeit zum Handeln. Geben Sie den Befehl. So. Ja, der will abhauen. Glückwunsch. Was ist mit den restlichen Truppen von dir? Für die Koalition.
Schilde hochfahren! Ergreifen an! Ziele in Sicht! Komm, Link online. Nee, der hat ordentlich Schaden genommen. Ich spring dem hinterher, das ist mir so wurscht. Ich hau dem eins auf die Mütze. Ja, Commander. Ihre Befehle, ist mir vollkommen egal. Ruf sie rein und springt endlich! So. Phasenantrieb aktiviert. Haben wir noch irgendwo Level-Ups? Unsere ja. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Oh oh. Die sind aber ein bisschen früh losgesprungen. Es bringt nichts mehr ein, naja. Das Empire anzugreifen. Da kommt gleich Verstärkung. Wir sind bereit. Den kaufe ich mir. Laut und deutlich. Berechne Sprungkoordinaten. So, Raketenhagel. Schnellzeugs. Schnellbauverfahren ist auch sehr nützlich. Berechne Sprungkoordinaten. Und jetzt kriegst du auf die Fresse. So muss das. Und es ist in Stufe 7. Dingsbums, der kriegt jetzt. Nee. Irgendwann ist auch mal Schluss hier, ne? Das muss jetzt. Phasensprung auf mein Signal. Guten Tag, Commander. So. Irgendwann habe ich auch genug. Ich meine, der kämpft ja nicht schlecht, ne? Aber. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. TDN Stesarius haben versagt. Oh, die da. Wo sind die denn? Ja, die Hülle. Bei Micron wir den mal zurück, aber das. Reicht. Es muss reichen. Alle Geschütze bereit. Herr, komm bitte, komm, over. Geschwader meldet sich. Upsi, das habe ich jetzt gemacht. Bereit. Irgendwas gedrückt. Der haut schon wieder ab hier. Nee. Du entkommst mir nicht mehr. Schaut euch das an, der kassiert. 3, 2, kommt schon, ein bisschen noch. Ah, hat nochmal repariert? Nee. Springt der? Nein, der explodiert. Na, was ist jetzt mit deiner Militärmacht? Ich setz dem gleich nach. Ich gehe jetzt hier hin und dann hole ich mir Clusius und das war's. Ihre Befehle, Kommandant? Irgendwann ist auch. Zeit zum Handeln. Irgendwann alle ist einfach Geschütze Schluss. Bereit. Ich bin bereit. Das ist sehr gut. Bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. So. Ich bin dran. Wie viele Konstruktionskreuzer hole ich mir noch? 2 und ich habe 5. Da fehlt mir noch einer. So. Noch ein paar Träger. Alle Geschütze bereit. Okay. So, die paar letzten Truppen. Ich weiß es leider nicht, wohin er gesprungen ist. Interessiert mich aber auch wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich werde jetzt mir hier eine Schneise durch sein Land schlagen und dann ist er auch vorbei. Aber erst warte ich jetzt hier mal. Alle Geschütze bereit. Ja, Kommande. Um ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was ich noch alles an Truppen habe. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Das ist schon wichtig. Ihr Freund und Helfer. Ja. Ich werde nicht versagen. Dann fällt mir ein, dass ich vielleicht alle Geschütze bereit. Noch eine Aufklärerfregatte holen sollte. Kann nicht schaden. So. Alle sammeln. Der schon wieder, ne? Ich mach nichts für dich. Greift in die Schlacht ein. Ist mir egal. So. Da ein bisschen die. Ich könnte eigentlich dem einen Auftrag geben, der soll Schiffe von dem vernichten. 10 Schiffe. Großkampfschiffe. Und zwar von dem, genau.
Mal sehen, ob er das annimmt. Wenn ja, ist gut, dann... Schade. Na gut. Unsere Flotte wird angegriffen. Bringt dir dann auch nichts. Ich wollte, dass die sich ein bisschen zoffen, damit ich hier mein Zeugs machen kann, aber... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Na gut. Was auch immer er jetzt hier macht. Wenn da was ist, werde ich's finden. Wüsste ich auch gern. Ui, stimmt, den wollte ich mir auch noch holen. Und hier zwei. Sie wählen aus, hinbauen. Ich mach den Rest. Ah. Ja, mach ich nachher. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. Sie wählen aus, ich mach den Rest. So, ich will bloß den Aufklärer. Sie suchen etwas? Alle Geschütze bereit. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Wir sind bereit. So. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Okay. Was ist das denn? Angriffsroboter. Oh. Sicher auch nicht schlecht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Und das ist auf lange Sicht auch nicht dumm. Jetzt kommt der da schon wieder. Rennt mitten in den Fleischwolf. Was für ein Blödkopf. Das soll mir recht sein. Ihr Freund und Helfer. Kann der voll vergessen. Alle Geschütze bereit. Der Nebel ist natürlich ein bisschen mies. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Oh ja, der Evakuierer, der stirbt jetzt. Der macht es nicht lang. Ich frag mich, was er sich dabei gedacht hat, hier reinzuspringen. Schaut sich das Leuchtfeuer an, der kassiert doch. Und tschüss. Wir sind bereit. Kaputt. Für die Koalition. Wie gesagt, irgendwann habe auch ich genug. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Aha. Naja, das passt da schon. Alle Geschütze bereit. Ihr Freund und Helfer. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ein paar Level-Ups gab's nochmal. Sehr schön. Fluxfeld. Sehr stark reduzierte Anwendung von Fähigkeiten. Oh, nice. Fähigkeiten an 300% reduziert. Das ist auch sehr nützlich. Ihre Befehle, Kommandant? Ihr Freund und Helfer. Und das gar nicht mal so klein, das Fluxfeld. Nice. Sehr gute Fähigkeiten, die Techs haben. Fällt mir ausgesprochen gut. So, hier haben sie jetzt so ein paar Kleinigkeiten hingestellt. Von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Stört? Ja. Ihre Befehle, Kommandant? Aber irgendwann ist es gut, ne? Jetzt greife ich dann alle bald Geschütze an. Bereit. Wir sind bereit. Ich habe einiges. Ich glaube, das sieht gut aus. Weiter geht's. Ich müsste ja noch einen Kolonialkreuzer haben, habe ich auch. Sehr schön. Leider werde ich einen Umweg fliegen müssen, wenn ich mit den Konstruktionsfregatten durch will. Das wird nicht so leicht werden hier, solange der hier ist. Weil der schneidet mich jetzt hier so ein bisschen ab. Ja, weil das ist auch kein sicherer Weg. Leider. Aber okay, so ist es halt. Kommandokreuzer, Robotkreuzer, holen wir uns alles ein bisschen was. Von allem einfach etwas. Und dann ist gut. Wir sind bereit. Ihre Befehle, Kommandant. Ihr Freund und Helfer. Wir sind bereit. Ist der wirklich bloß Stufe 4, mein Titan? Scheint so. Unglaublich. Wie viel braucht denn der noch? Alle Energie auf den Sprungantrieb. Steht nicht. Doch, Erfahrung. Ein bisschen braucht er noch, ja. I'm all here. You got launch codes? What can I wreck for you? Das ist auf Englisch, lol! I'm all here. Okay, warum? What can I wreck for you?
Boom, boom! Boah, was der für dicke Raketen startet, ist ja abartig. Nicht schlecht. Servus, hier komme ich, hau dir alles weg. Wer braucht Luftunterstützung? Blödkopf. Ja, hier komme ich halt nicht durch. Und es sieht nicht so aus, als würden die sich gegenseitig bekämpfen. Und das ist trauriger. Das ist das Traurige. Commander an Deck! Unsere Flotte wird angegriffen. Sie wählen aus, ich mach den Rest. Na, ja, das ist jetzt so wild. Das passt schon. Ich glaube, dass ich hier hinten Konstruktionsbuchten baue. Ja. Zusätzliche Credits. Weil dadurch kann ich hier hinten bauen, werde ich später brauchen, so oder so. Und hier werde ich seltener angegriffen, da brauche ich keine Undock-Ports. Das braucht's hier nicht. Aber wenn ich hier ein bisschen bauen kann, das wäre schon echt nicht schlecht. Ja, solange sie nicht mich angreifen, ist alles in Ordnung. Ich habe nur leider gerade. Das Empire ist noch profitabler geworden. Ja, vielleicht. So, der Grüne kommt hier mit allem, was er hat, aber das ist halt nur so Klickerkram. Das stört mich nicht. Wir sind bereit! Boah, der schwere Kreuz ist aber ziemlich kaputt. Ihr Freund und Helfer. Ich glaube, sobald ich den Planeten habe, renne ich rüber. Ich weiß nicht. Bereit für die vorderste Front. Ich muss mal gucken. Habe ich noch Reparaturwerften? Na, guck, die ist kaputt gegangen. Weil ich sollte die ganzen Schiffe mal reparieren. Das wäre schon wichtig. Aber den Planeten zerstöre ich erstmal. Also diesen Asteroid. Den hole ich mir noch. Und dann sehen wir weiter, wie das ausschaut. Ihr Freund und Held. Ist ja nicht mal zwingend schlechtes alles, ne? Aber, naja. Oh, der wird angegriffen. Auch sehr interessant. So, viel Integrität hat er nicht mehr. Zeigen Sie mir die Richtung. Hier ist nichts und niemand. Hier ist gerade auch kaum jemand. Front. Ihr habt den Commander gehört. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Sehr schön. Und ab geht's. Unserem Ziel. Ihre Befehle, Kommandant? Bomber bereit. Ihre Befehle, Kommandant? Ihr Freund und Helfer. Und los geht's. So, das haben wir vernichtet. Ich wollte noch weitergehen, aber ich muss mich erstmal aufbauen, reparieren hier. Höre laut und deutlich. Einige der Schiffe sind ziemlich kaputt. Einer unserer Gegner hat einen Titanen fertiggestellt. Oh nein, wie schlimm. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Na, das komplett. Macht auch nichts. Commander an Deck. Ausgezeichneter Plan. So. Die springen bitte gemeinsam dorthin. Bereit für die vorderste Front. Ein Handelsschiff ist bereit für die vorderste Front. Das glaube ich nicht. Aber gut, wenn sie es sagen. Ihre Befehle, Kommandant? Na, mal gucken. So, hier hat er sehr viel, aber das werde ich auch gleich wieder zerschlagen. Dann gehen wir nach Liriope und holen uns hier und reparieren. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Nö. Als ob ich den auch noch Metall hinten reinschiebe. Ja klar. Das denken die sich. Aber versuchen kann man es ja mal, ne? Nee, so nicht. So mit Sicherheit nicht. So mit Sicherheit nicht. Können sie sich volle Kanne abschminken. Wir sind bereit. Ihre Befehle, Kommandant? Läuft. So, und der Kampf beginnt, oder? Wir sind bereit. Der hat halt hier nicht viel. Viele viele Transportkreuzer. Und genau deswegen habe ich auch so viele Jäger. Es stimmt, der Gegner hat sehr viele Bomberstaffeln. Aber mit den Jägern
kann ich die alle vernichten. Und das ist das, was ich machen muss. Ich muss die gegnerischen Bomber daran hindern, an meine Schiffe ranzukommen. Das ist wichtig. Also mir ist es wichtig. Hier sammelt er sich auch wieder. Das zerschlagen wir jetzt noch schnell. Hier schön auf Abfangkurs. Schießen die auch einfach so? Ja, sieht gut aus. Ich finde es krass, wie er mitten... Also der muss nicht mal aus dem Zeugs raus hier. Aus dem Gravitationsfeld. Das ist eine sehr mächtige Fähigkeit. Ihre Befehle, Kommandant? Aber gut, von mir aus. Wenigstens ein paar Schiffe haben wir bekommen. Ziele in Sicht. Schlag die Eindringlinge zurück. Wir sind bereit. Ich werde nicht versagen. Was wollen Sie wissen? Also das passt. Greift in die Schlacht ein. Commander an Deck. Wo sind die anderen? Die sind da unterwegs. Was jetzt, Commander? Läuft. Okay. Ihr Freund und Helfer. Sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Kommt mal her, ihr Fliegeraffe. Na gut. Ihr Freund. Dann mache ich jetzt hier Pause, ein Safe Stat und dann beende ich das hier. Vielen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächstes Mal bauen wir dann die ganzen Sternenbasen endlich auf und dann geht's zur Sache. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.